Ja, herzlich willkommen, Linda. Schön, dich zu sprechen. Und Linda, du bist ganz begeisterte Wintersportlerin, wohnst ja selbst auch in Montafon und hast da ja direkt die Berge vor der Haustür. Sag mal, welche Passion hast du eigentlich oder was verbindet dich mit dem Wintersport? Ja, also Skifahren tue ich schon sehr, sehr lange. Ich glaube, mittlerweile sind es 28 Jahre. Und irgendwie, ich bin mit dem Skifahren aufgewachsen. Und ja, wo ich hoffe, ihr versteht meinen Montafoner Dialekt. Ja, stimmt. Montafoner Das Deutsch ist fair. Damit kann ich noch nicht dienen als Nordrhein-Westfale. Ja, und bin schon immer mit dem aufgewachsen und mittlerweile gehört Skifahren ist ein riesen, riesen Punkt für mich in meinem Leben. Und jetzt, wenn es auch so Herbst wird, merke ich einfach, wenn ich so wieder alte Skivideos von letzter Saison rauskam, ja, da kribbelt es halt in mir und ich werde halt so ein bisschen nervös und so, weil wenn ich dann die Landschaft weiß ist und ich wieder die ersten Schwünge ziehe. Also ich glaube, mein Juchzer, den hört man da ziemlich weit in dem Das Skigebiet. kann ich sehr, sehr stark verstehen. Aber sagen wir mal, der Winter ist natürlich in den Bergen ganz besonders und auch eine große Passion und Leidenschaft von dir. Aber jetzt war Sommer. Wie hast du deinen Sommer verbracht und was macht da die Berglandschaft aus? Ist das auch eine schöne Jahreszeit für dich? Also ich mag den Sommer auf jeden Fall, der gehört auch für mich dazu. Am liebsten Sonnenaufgang oder Untergang. Ja. Hab auf einem Berg bivakiert, war viel wandern. Ja, klettern war in diesem Sommer leider noch nicht so viel. Jetzt geht es wieder ein Trip für mich nach Finnland nochmal, so für den Herbst. Und ich finde irgendwie auch der Sommer oder Berg, ja, es kommt jetzt eigentlich der Bergherbst und den mag ich gleich wie der Sommer. Und ja, eigentlich Hauptsache Berge. Absolut, absolut. Wenn wir über die Landschaft nachdenken, wie gesagt, du bist im Montafon zu Hause, hast dort ja schon wahrscheinlich jeden Berg mal gesehen. Was waren so in den letzten Jahren oder auch in deiner Zeit jetzt, die du viel auf Reise bist, die schönsten Gegenden, in denen du unterwegs warst? Was hat dich so richtig begeistert? Was hat dich mitgenommen? Also ich war vorletzten Winter war ich Skitouren gehen in den Lingenalpen Wow, und ja. war auf der Lofoten und da war es dann so das erste Mal für mich ein anderes Land, wo ich sagen konnte, ja, da kann ich mir auch vorstellen zu wohnen. Das war eigentlich wirklich ein Traum, das war unglaublich, vom Summit to Sea ist das ja und ich Ja. werde da sicher auch wieder hingehen, keine Ja. Ahnung wann, aber ich werde es sicher noch einmal machen. Und dann ein Höhepunkt war sicher letztes Jahr, dann letzten Winter, Heliskiing in Georgien, Boah, mit stark. diesen Kulturkontrasten, also von dem Land, die Kultur bis hin dann irgendwo im Nirvana wirklich Heliskiing zu gehen. Und dann danach ist ja dann ziemlich bald gefolgt Kanada. Wahnsinn, Wahnsinn. Von Ja. Kanada zu Heliskiing, was soll man da noch sagen? Da war ich noch nie. Beschreib mal das, was hat's ausgemacht? Die Berglandschaft, ist die Kulisse anders als in den Alpen oder wie darf ich mir das vorstellen? Der Schnee anders, was hat dich da so begeistert? Also eigentlich ist es sehr viel das Alleine sein, weil man ist eigentlich, man fühlt sich ein bisschen wie, sie nennen das dort auch so, wie eine kleine Ameise, weil man ist auf einer Fläche zu fünft, die ist so groß wie ganz Tirol. Wahnsinn. Da muss man sich das vorstellen und dann stehst du da und dann, ja, dann ich glaube, ich habe nirgendwo anders mehr so dieses Freiheitsgefühl und diese absolute Unendlichkeit vom Leben gespürt und diese komplette Zeitlosigkeit und dass man komplett so im Moment ist. Also das war für mich halt unglaublich, was ich da eingeatmet und ja, aufgenommen Ja. habe, während den Runs da in Kanada, ja. Super schön zu hören. Wie ist das, wenn du die Kulisse vergleichst oder wenn du generell an die Kulissen denkst, welche Berglandschaft begeistert dich zudem? Vielleicht auch in den Alpen. Also natürlich das Montafon ist deine Heimgegend, da träumst du wahrscheinlich gerne auch von, wenn du woanders bist. Aber welche Gegend jetzt mal in der näheren Umgebung haut dich auch vom Hocker? Also ich muss sagen, ich war, muss es oft zugeben, ich war noch nicht so viel in den Südtiroler Berge und es ist Ja. ja immer so dieses, der Highlight. Instagram-Spot und so. Und war aber per Zufall bei einer Hochzeit jetzt diesen Sommer und habe mir gedacht, ja, ich hätte schon letztes in die Dolomiten skifahren sollen, letzten Winter, doch dann war ich eingeschneit und habe aber so immer wieder die Berge gesehen und es wird schon was sein, was ich denn jetzt mal als nächstes mache, dass ich da im Südtirol skifahren gehe. Linda, ich glaube, da sollten wir uns zusammentun. Ich war selbst noch nie da und vielleicht sollte das mal eine Story werden, die aus diesem Interview entsteht.
dass wir gemeinsam in Dolomiten-Skifahren gehen. Ich war auch noch nie da und alle erzählen von der Sella Ronda und vom Sellergebirge. Genau, Sella Das Ronda, ja. hört sich Mein ganz besonders österreichischer an. Vater auch ab und zu Ski. Ja. Und ich sehe echt, das sei einfach mega und würde ich auf jeden Fall mal gerne hingehen. Wenn du jetzt ganz spontan deine drei Lieblingsskigebiete raushauen müsstest, was wäre das? Müssen das drei sein? Können auch mehr sein, aber fangen wir mit dem ersten an. Ja, also da kann ich nichts anderes sagen. Ganz klar. Ja, klar, Gargellen ist für mich sowieso das Top-Skigebiet. Ja. Wir sind zwar mini klein wahrscheinlich, in vielem, zu vielem anderen und wir haben vielleicht nicht die Pistenkilometer oder so, aber für mich ist das einfach immer noch, Gargellen ist ein ursprüngliches Bergdorf und da ist, ich will jetzt nicht sagen, die Zeit stehen geblieben, aber das sind einfach, macht es die Menschen aus, da erzählt das Leben. Da gehe ich, kenne Ja. ich denjenigen, wo ich mein Ensign und mein Kaffee auf der Hütte trinke. Genau, Und das ist. muss auch dazu sagen, es ist ein absolutes Skitourengebiet und gilt viel. Also wir haben viel Skitouren gehen, auch bei uns in Gargellen. Ja. Und bei mir wohnt ja auch mein Nachbar, der Freerider, der Erik der Themel und die Nidla. Und Freeriden in Gargellen ist natürlich auch top. Also Wahnsinn, okay. ich aber gar nicht so laut Nein, sagen, nein, wenn nein, ich. verstanden. Das ist besser so. Es bleibt ein bisschen unter Verschluss, dass nicht so viele Menschenmengen jetzt nach Gargellen kommen zum Skifahren. Ja, verstanden, okay. Da hängt, das ist ja auch sehr wichtig, dass eine Emotion und ein Herz dran hängt, wo man am liebsten Ski fährt. Weil natürlich nicht nur irgendwie die Riesengebiete mit den perfekten Liften, sondern vor allen Dingen auch einfach diese Liebe zu den Menschen und zu dem Essen und zu vielem anderen, was noch dazugehört, um ins Skigebiet einfach auch zu lieben. Cool. Ja, ich glaube, ich bin halt viel auf Reisen und sehe halt viel durch das. Aber ich muss schon sagen, ich komme halt trotzdem immer wieder gerne heim. Einfach dann sind es halt auch andere Gründe, warum man gerne dort Ski fährt. Ja. Linda, um deine Bucketlist einmal zu besprechen, wenn wir, gerade eben hast du die Dolomiten kurz genannt, was fällt dir noch ein? Was ist auf deiner Ski-Bucketlist? Das Heli-Ski ist schon weg, das steht bei mir noch ganz oben, aber was fällt dir noch ein? Ja, also das kann ich gerne nochmal machen. Noch ein paar Mal. Hoffe, dass ich das Erlebnis habe, aber zum Beispiel ja, Skifahrer in Island, Skifahrer oder Alaska besuchen. Alaska stelle ich mir auch wahnsinnig lässig vor. Antarktis, oh, Wahnsinn, ja. Antarktis wäre mega cool. Eigentlich ein bisschen so überall, wo es kalt ist. Okay. Ja, ich könnte mir aber auch, ich habe gehört, man kann auch in Hawaii Skifahren. Kann man auch, genau, ganz oben auf dem Surfen Mount gerne, Kea. ich habe nie, war noch nie surfen, würde ich auch gerne mal ausprobieren. Stark. Ja, und ich glaube, ich bin da generell sehr, sehr offen, was ich noch so alles gerne erleben würde. Ja. Finde ich super spannend. Linda, danke für deine Zeit. Und auch von meinen Zuschauern, die hier gerade beim Ski-Update dabei sind, nochmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag und viel Spaß bei deiner Geburtstagsfeier. Und ja, natürlich alle, die hier zuschauen, schaut euch Lindas Profil an, was unten natürlich verlinkt ist. Und viel Erfolg bei der kommenden Wintersaison. Ich hoffe, wir sehen uns am Berg. Ja, ganz sicher. Ich hoffe, wir Beim werden jetzt mal Sportcheck sehen, sehen wir was uns abgeht. sowieso. Beim Sportcheck sehen wir uns sowieso. Und Ja. ja, genau. Perfekt. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, danke. Ich Super. sage nur danke. Ciao. Ciao, grüß dich.